Also ich war wie jede andere Socke. Ich habe mich auf Weihnachten gefreut. Und dann, ihr kennt das. Es ist, manche Geschenke, die werden nicht so gern genommen. Und ich war eins davon. Ja, also diese Selbsthilfegruppe, die wurde 1998 gegründet und dient dazu, den Geschenken ein bisschen Selbstwertgefühl wieder zurückzubringen. Und mittlerweile haben wir schon über 10.000 Geschenke bundesweit betreut und zurück ins echte Leben gebracht. Ich lag so 2-3 Jahre im Schrank. Und dann ist auch noch meine Partnerin verschwunden. Ja, also es war halt damals so, dass ich einem kleinen Mädchen zu Weihnachten geschenkt wurde. Und es hat sich dann halt aber rausgestellt, dass die gar kein Zebra wollte, sondern ein Pferd. Und sie hat dann halt schon so getan, als würde sie sich voll freuen. Aber ich habe schon so gemerkt, nee, irgendwas stimmt hier halt einfach nicht. Und die Leute wissen einfach gar nicht, wie das auf Selbstwertgefühl geht. Also die Folgen für Geschenke können schwerwiegend sein, wenn sie nicht gewollt sind. Denn sie können bis hin zum geistigen Ausdruck gehen. Ja? Also sie sind dann komplett, trauen sich nicht mehr in neue Hände zu gehen, sondern sie entwickeln einen Hass gegen Menschen. Und das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Sache. Ja? Und Geschenke sind dann sehr arm dran. Sie fühlen sich ungenutzt. Ja, am besten ist, wenn Leute ein Geschenk nicht wollen, dass sie es über eine bestimmte Internetplattform verkaufen oder es einfach an Leute zu verschenken, die es gerne haben möchten, ja. Das ist meine beste Tipp, den ich ihnen geben kann.